Basis kommen. Es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte, bitte. Ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Hier ist. Verdammt, so viel dazu. Na gut. Kapitel 8. Wir sind wieder zurück bei Resident Evil 4, das Remake. Letztes Mal haben wir ja Kapitel 7 in der Burg gestartet. Dann waren wir auch wieder, ne, dass sie irgendwie wieder auch weggelaufen ist, verloren gegangen ist. Ashley müssen wir wieder finden. Stimmt, diesmal kommt dieser Garten dran. Im Garten? An den Garten kann ich mich nicht erinnern. Der war ja auch nur so ein kleines Stückchen, so ein kleiner Minigarten. Dann kam da noch Ada zum Schluss, glaube ich. Oder kurz am Anfang. Ich weiß nicht, wo kommt so Ada ganz kurz, glaube ich. Der schöne kleine Garten, da sind doch ein paar Hühnchen noch rumgelaufen. Hm. Aber der kann natürlich hier auch ein bisschen anders aussehen. Das ist ein Mini-Garten halt, ne? So, Kapitel 8 heißt auch, wenn wir das geschafft haben, haben wir die Hälfte hinter uns. 16 Kapitel gibt es insgesamt. Aber noch ein kleines Stück vor uns, ja, so anderthalb Stunden, eine Stunde. Boah, vielleicht kann es ja auch mal ein schnelles Kapitel geben. Aber Schnitt anderthalb ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Einfach mal sterben mit einrechnen. Einfach mal sterben, dann kannst du anderthalb bis zwei. Ne, zwei haben wir noch nicht gebraucht bisher. Ich habe nochmal geguckt, eine Stunde 40 haben wir am längsten gebraucht. Das war das, wo wir die ganze Zeit mit dem Boot rumgedüst sind. Ganz am Anfang noch. Sonst ein bisschen verfahren haben. Ja, ich muss erstmal hier, glaube ich, gucken. Guck mal auf die Karte, ja. Ja, hier gehen wir, glaube ich, zurück. Für alle, die zum ersten Mal jetzt dazugeschaltet haben, ja, wir spielen Resident Evil schon sehr, sehr lange, von Teil 1 bis, ja, alle Remakes nochmal alle durch, bis jetzt Teil 4 das Remake rausgekommen ist, wir sind ja heute bei Part 8 und, ja, wir spielen nicht jeden Tag, wir spielen nicht jede Woche, auch wenn jede Woche jetzt immer mal wieder ein Video hochkommt, ab und zu machen wir mal eine längere Pause und heute sind wir wieder am Start und für heute geht's weiter. Das heißt, wir müssen uns immer mal wieder ein bisschen neu in die Steuerung, ne, wieder zurückkämpfen. Erstmal wieder reinkommen. Letztes Mal nicht, aber so vor ein paar Malen habe ich ja noch mal ein bisschen mit der Helligkeit rumgehapert, dass wir das Ganze ein bisschen dunkle Stellen etwas heller gemacht haben. Was, Fremder? Das war ja. No. Willkommen. Also ich bin so auf jeden Fall ganz froh, dass wir jetzt ein bisschen mehr sehen. Ja. So. Was haben wir denn? Das Messer ist doch teurer geworden. Das kostet schon 4.400 jetzt mittlerweile. Okay. Ja. Was haben wir denn? Was musst du tun? 47.000. 47.000, richtig viel, ne? Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ganz im letzten Part nichts gekauft, nichts gemacht. Ja, Pistole geht eigentlich immer. Pistole kann man immer, ja, es ist immer nervig, ja, ne? Wenn die Pistole, die wir einsetzen, immer nicht so stark ist. Wollen wir die auf Max? Mach mal Max, Maximum. Vielleicht verkaufen wir die auch nochmal und holen nochmal eine andere. So. Kommt so die nächste Mal. Die Magnum oder so wahrscheinlich. Bolzen nicht unbedingt, ne? Setzen wir nicht so oft Deine ein. Waffen sind in guten Händen, Partner. Okay, Nachladegeschwindigkeit. Okay, denke ich. Ja, es kommt halt immer noch an, welche Waffe wir am meisten nutzen. Schrotgewehr und Sturmgewehr halt, ne? Obwohl das Thema mit dem Sturmgewehr ist ja jetzt erstmal vorüber. Das haben wir letztes Mal gebraucht. Ja, weiß nicht, von der Schrotflinte können wir noch was machen. Das ist wohl. Ja, dann würde ich würde vielleicht Nachladegeschwindigkeit eher, dass es schneller geht. Mir dauert das immer zu lange mit dem Nachladen. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Geht um Geschwindigkeit, ja. Geschwindigkeit, ja auch, wie sieht's denn hier aus? Es wird ja auch nicht leerer, ne? Kommen immer mehr und immer schneller. Stimmt, hier unseren Ramon Salazar haben wir letztes Mal kennengelernt. Unseren nächsten Bossfight, den wir irgendwann mal machen werden. Der kleine. Kleine hässliche. Software zum, bereits im Installieren. Später jetzt nicht. Ja, dann eine Granate. So, und wir spielen immer ein Kapitel und dann machen wir auch immer Pause und dann geht es mal später wieder weiter. Ich glaube, hier geht's weiter.
Alter, ist ja viel drin. Das ist nicht schlecht. Hallo. Leben die? Ich weiß nicht, was das für Typen sind. Die sehen so krass aus, ne? Aber die bewegen sich halt auch nicht. Ich glaube, die sind alle tot. Ja. Sind die tot? Ja, die sind tot. Kein Wunder, dass sie sich nicht bewegen. Tote Nonnen. Ja, da hat da irgendwas. Das ist einfach krank. Das ist richtig krank. Ja, auf jeden Fall murmeln. Murmel. Verschlossen. Dann die andere. Da ist doch schon wieder irgendwo einer. Irgendwo durch links, guck mal. Nee, da ist keine Tür, oder? Das wird sich immer verdammt nah. Ja gut, dann gehen wir mal rein hier, ne? Schlag. Ach, da oben. Da oben. Hier der. Das ist so ein Sniper-Opfer. Ah. Aber aufpasst, für den Schlüssel, ne? Überhaupt erwischt, ne? Sorry für die Störung. Er lebt immer noch. Hat er denn jetzt für Anzeige? Ich find's cool, dass du das hier auf einmal so mit kopieren. Oh. Mit so ein paar Rätseln hier verbunden haben, das hat ja in Resident Evil 4 Original Götze gefehlt. Vielleicht doch das Schrotgewehr? Vielleicht doch das, ne? Wow. Das wäre in 3D bestimmt echt cool. VR-Brille? Kann ich mir gut vorstellen. Nicht so, in so Momenten ist schnelles Nachladen nicht verkehrt. Immer mehr. Einfach selber umbringen. Ach, das ist nur eine. Nee, doch. Scheiße, mein Kopf. Warum ist der noch nicht gut? Scheiße, diese Kopfschmerzen. Ne? Oh ja. Eieiei. Okay. Lecker. Guter Start heute. Ich glaube, ich versuche das noch. Ja. Probier ich auch. Ja. Das hat keinen Sinn, den da. Also diese Bolzen-Dinger sind kacke, Alter. Die kann ich mal. Ja. Die werde ich niemals einsetzen. Da können wir Munition herstellen. Gloria las Plagas! So, das haben wir nicht gesehen. Nee. War er das? Okay, dann kommen wir auch nicht. Sorry für die Störung. Oh. Ja, Scheiße. Oh, da kommen sie. Ja, lass mich in Ruhe. Ich finde die echt, also auch durch die Grafik und so wie das aussieht, finde ich die deutlich gruseliger als im Original. Ja. Ja. Also. Wenn nichts passiert, ey. Was macht er da? Vielleicht reicht es, wenn er einfach weg ist. Vielleicht mache ich das. Guck mal, da ist sogar eine Kiste. Nur. Da sind ganz viele sogar. Ist das sichere Entfernung? Stimmt. Die halten aber auch. Die sehen auch eklig aus, einfach so groß sind. Hinter dir ist ja noch so ein rotes Ding. Ne? Das war ich, glaube ich, nicht. Autsch, was ist da los? Die haben dich eingekesselt. Boah, sind das viele, ey.
war ich tot. Habe ich hier irgendwas? Ja. Hey. So. Die gute Schlange. Ah, es hat's gebracht, ja. Hier, mach du. Oh. Ah, das ist aber auch hier, Mann, ja. Schönes Level wieder. Gut zum Reinkommen. Angriffe von oben, na toll. Also es gibt hier keine Tipps. Kann nur gefährlich sein, ist er. Hängende Gegner durchzulaufen, kann gefährlich sein. So, das ist schön. Jetzt darf ich mich hier nochmal neu einstarten. Ja, das ist gut zum Reinkommen. Wie tausche ich da nochmal? Ich vergesse. Achso, ja, mit dem unnötigen R1-Knopf. Ist hier denn sonst noch was? Nee, ne? Ah, das mit dem schnellen Wechseln, das stört mich am meisten. Ja, ich würde es auch mal so versuchen. Da ist ein Zettel. Ja. Sorry für die Störung. Das ist so gemein, ich kann ja nichts. Shit. Ja, vielleicht muss man den auch abknallen, damit die Leute da nicht verwandelt. Scheiße, mein Kopf. Ach komm. Was hast du für Probleme mit denen? Das ist noch easy. Ja, wenn man drauf hält, dann ja. Alter. Aber jetzt kommen die und dann wird's nicht mehr easy. Ne? Aber das kann doch nicht sein! War der nicht oben irgendwie? Das ist ja schlimm mit denen, ey. Die einfache Taktik mal versucht, aber. Mann, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, den zu killen. Ich glaube auch. Mal den. Mal mit da rein. Achso, die Lampe. Weil so doof werden hier nicht wüssten, was man damit machen müsste. Ja, der hat wahrscheinlich die Laterne. Die hat er ja. Oh. Fuck, ich vergesse das. Verdammt, was ist los? Wieder raus. Ja, versuch den mal zu töten. Mir geht's gar nicht. Ich kann natürlich auch hier hoch. Das macht es wahrscheinlich einfacher. Ja, ne? Weg mit dir. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich nochmal drauf drücken? Alles verbraucht! Alles verbraucht! Dann laufe ich jetzt einfach. Nach oben. Ist das hier? Scheiße. Achso, ich habe hier was aufgenommen. Oh my goodness. Oh, Alter. Kommt der denn her, ey?
Na, siehst du. Easy. Aber 800 Geld nur, das ist ein bisschen mau. Muss ich aber aufpassen, ey. Dass ich nicht in die Luft gehen, okay. Kann ich nochmal runter? Kann ich die hier runterspringen? So, jetzt haben wir aber keine Muni mehr. Jetzt sind wir alles leer. Schaut das hier aus? Leer, leer, leer. Das dauert wirklich lang. Flinte. Flinte, Flinte. Das Geld darf nicht vergessen werden. Nein. Wo war denn das jetzt hier? Oh, Irrgarten. Der Raum voller Fässer. Ach, hier sind wir. Eigentlich richtig viel hier, ne, von diesen ganzen roten Kisten. Ja. Hier dieser Vorhang. Hier, bitte. Ja. Ich weiter. André Eil zur Rettung. Aber stopp jetzt nicht, ich will es nicht nochmal machen. Im Save Point hier. Ja. Hier ist. Ach. Am Anfang. Ja. Hier machen wir 11. Geschlossen. Hallo. Guck mal nach oben, vielleicht ist ja irgendwie da. Meistens gibt es ja irgendwie mal so Kristalle oder so, ne? Und da nicht anscheinend. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Hier ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Sie ist die letzte, die ich hier erwartet hätte. Karte aktualisiert. Letztens kam eine Umfrage, welches Spiel Race Remake als nächstes kommen soll, welches die Fans sich wünschen würden. Ja. Und alle Fans wünschen sich einfach Code Veronica als Remake, weil das wohl angeblich als bestes Resident Evil gewünscht wurde von den ganzen Fans. Und jetzt haben die von Capcom gesagt, oder die Macher, wir bringen Resident Evil 5 Remake raus. Total bescheuert, ey. Das hat sich kein Mensch gewünscht, in Teil 5. Teils Remake. Und wenn das rauskommt, dann wird Teil 6 auch Remake. Bestimmt. Das können sie ruhig remaken, den 6. Teil. Das können wir nur besser machen.
Ich denke mal, die haben auch eine gute Idee für den 6. bestimmt schon oder so. Ich würde vielleicht sagen, wenn wir Teil 4 hier Remake fertig haben, einfach vielleicht dann mal Code Veronica spielen. Ich habe das nie so richtig gespielt, das Spiel. Ich glaube, da haben wir auch nochmal zwar ein altmodisches Spiel wieder mit alter Grafik. Das stimmt. Nee, aber wieder mit jeder Menge Rätsel vielleicht. Apropos Rätsel. Ich habe zwei Bücher. Wieder mit einem Schild eingraviert und mit einem Schwert eingraviert. Gibt's noch Rüstung und eigentlich ein Helm. Schwert. Noch ein Schwert, ja. Kannst jetzt aber nicht aussuchen, oder? Nee. Ich kann du nicht aussuchen, ne. Das heißt, es wird noch eins. Okay. Da war's ja. Jetzt kannst du. Achso, da zeigt er ja an. Ja, es fehlt der Helm aber noch, ne? Achso, den haben wir ja. Helm haben wir. Schild haben wir nicht. Schild. Welches ist das? Ist das eine Fake? Muss ja, ne? Achso, hier siehst du die Umrandung. Ja, ja. Das passt. Ja, dann würde ich sagen, das da oben ist fake, ne? Oder geh mal raus. Nee, wahrscheinlich ist das da oben fake. Das ist wahrscheinlich wie so eine kaputte Flinte. Ich wette, nimm das mal mit, das obere. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das irgendwie tauschen müssen, wieder für das Original, so wie in Teil 1, in Resident Evil 1. Da waren da auch so eine Holz und Original. Ah, die kannst du tauschen! Drehen kannst du sie. Ne, da haben wir doch fertig schon. Ja, warte, das hier müsste. Ach so. Und dann. Das ist halt natürlich die Frage. Meinst du, dass das da unten Schild ist wegen den Farben? Nee. Oder gab es da eine spezielle Regel? Also das ist. Klär mich auf, ich weiß gerade nicht, was du vorhast. Ja, das ist hier Schild. Wie im Viereck. Ja, genau. Das wieder oben. Naja, das, was er drunter zeigt, ne? Das ist das, was oben ist. Genau. Ja. Ich würde sagen, das. Ja, genau. Das kommt hier, aber da sind ja blaue Umrandungen. Ja, genau, deswegen drehst du es. Ja, wir hatten das doch schon. Wir hatten noch eine blaue Umrandung, oder nicht? Ja, da, das hier. Da. Ja, genau, das kommt doch dann nach unten. Und aber das kommt dann nach oben. Nee, das ist, warte mal. Dann das rechte? Ist da ein Schild? Nee, nee, umdrehen dann wieder. Was hat das? Ja, das kann es doch sein, oder nicht? Genau. Aber das Schild ist das oben falsch, ne? Haben wir überhaupt ein Schild mit einem Viereck? Ja, das. Und das. Haben wir eins mit. Ja, das, siehst du? Genau. Und dann ist doch fertig. Ja. Ja. Genau. Ist doch logisch. Ein schöne Rätsel. Mag okay, das Spiel. Jetzt nur noch Ashley finden. Kann sich nur um Wochen handeln. Ratte! Noch eine Ratte. Tote Ratte. Wolltest du das Messer? Speichert schon was. Schon ist gut. Bis es dann heißt, sie müssen so viele Ratten töten. Ärgerlich. Illuminados. Na klasse. Was war das? Das war bestimmt nur eine Ratte. Eine Mega-Ratte. Würde ja auch nicht falsch sein. Wir hatten ja auch schon Mega-Spinnen.
Und mega Schlangen. Ja, und mega Haie. Mega Haie, stimmt. Alles in einem Teil. Seitdem dann nur noch mega Idioten, die so mega entgegnermäßig sind. Außer in Teil 3 Nemesis. Ih, ist ja doch eine Riesenspinne. Achso, das sind diese Viecher hier, diese. Umgekehrter Fels. Alter! Jojojojojo. Oh, gut, dass du den Controller hast, dass ich jetzt mal ausgeflippt, ey. Genau. Mach mal ein bisschen lauter in den Fernseher, dann wird das zu leise am Ohr. Eieiei. Zum Glück hat irgendwer hier Leben aufgesammelt. Grusel mich ja gar nicht hier, es geht ja gar nicht. Ach, schon besser mit der Lautstärke. Nein, schon machen wir mal das. Das war schon cool. Also? Ich hab neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick drauf. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist, da. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, ja. Partner. Gerne mal sehen, wie der aussieht. Ja. Deine Kohle oder dein Leben. Schutzweste gibt's ja wieder. Sollte dir leicht fallen. 18.000 teuer haben wir nicht. Können wir was verkaufen? Nee. Brauchen wir den Schlüssel noch? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel. Ja, ne, warum nicht? 8.000. Sanduhr. Ja, Goldplättchen. Eine ganze Menge, ey. Ganze Menge. Hier kann man was einsetzen. Hammer, Hammer, Hammer. Dann machen wir erstmal das. Können wir sogar alles. Dank an. War das hier herstellen? Nee. Ja, da. So ein Gelb, ne? Der passt ganz gut. Das ist besser, ne? Gelb. Gelb-Rot, ja. Nehme Reise. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? 27.000. Finde ich gut, dass man da reinpacken kann, was man will. Ja. Sonst hat man es verpasst. Ja gut, Kann die Viper verkaufen. 10.000 immer. Ja, die gelben Diamanten gibt es ja richtig viel, ey. Lieber zu verkaufen, lieber zum Abschluss in Sammlung 1. Das wollte ich sehen. Ach, gute Arbeit. Gute Arbeit verdient eine angemessene. Ah, siehst du, muss man verkaufen, damit wir die. Was kann ich für dich tun? Stimmt, hatten wir ja auch mal vor. Was haben wir jetzt? 11 haben wir jetzt von diesen pinken. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Das können wir machen. Könnte dir das Leben retten. Was haben wir erhalten? Wo wir unsere Ware Schatzkarte Burg. Lederner Aktenkoffer. Kostet 12, macht so viel. Spezial-Upgrade-Ticket. Was ist das? Ein Einmal-Ticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe einer Waffe Zugang zu den Spezial-Grade gewährt. Das bringt mir auch nicht weiter. Tja. Ja, weiß ich nicht. Schatzkarte, wollen wir die nehmen? 3. Ich weiß nicht, die Hochleistungs-Zielfernrohr. Obwohl, wird so weit. Hier, Laservisier wäre natürlich auch gut, oder? Zum Zielen vielleicht besser. Wäre ich immer noch für. SG09R und Punisher. Haben wir die? Wäre das dann alles? Punisher haben wir gerade nicht. Also lohnt nicht, ne? Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, nee, dann. Ich garantiere dir, keinen Sinn. Du wirst deine Investition nicht bereuen. Ah, Qual der Wahl, ey. Schulterstütze für die TMP? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Können wir das und Schatzkarte? Ja, dann machen wir das. Eieiei, wir brauchen einen Koffer.
Die Kürbetzen hier kommen. Oh nein. Kannst du bestimmt aufräumen, oder? Ein bisschen. Ja. Hier diese Zehner da oben, da, das kannst du auch. Wie kann ich denn hier bewegen? Viereck. Sieht doch schon besser aus. Granate, ja. Das war echt knapp mit dem Koffer, ey. Ist gerade sowas irgendwie mitnehmen können. Jetzt können wir kaum noch Munition mitnehmen. Direkt eintauschen. Sprinter zurück. Damit weist du sie in ihre Schranken. Komm, jetzt. Hast du jetzt die Burg? Nee, noch nicht. Zubehör, TMP. Ich glaube, die war schon dran. Jetzt. Ah, unten. Nicht oben, unten. Ach, da. Ganz unten. Da oben ist diese mit den Pfeilen, die irgendwie mehr Platz wegnehmen. Jederzeit wieder. Willkommen. Was kann ich dir Gutes tun? Ja, wir sind ein bisschen super. Schwarzer Aktenkoffer, 8, ey. Oh ja, die Rohstoffe, ey. Aber ohne Schatzkarte können wir keine Sachen tauschen. Okay, können wir noch was verkaufen? Nee. Passt schon. Na dann, was kann ich für dich tun? 77.000. Fast so viel Geld für einen Raketenwerfer. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist mit die Figur von Salazar, diese bewegliche. Weißt du noch? So eine Statue, diese extrem große Salazar, wo du immer von rechts nach links laufen musst, die sich bewegt, wo du mal auf den Händen immer so rüberlaufen musst. Ja. Genau, und am Ende, wenn du es geschafft hast, wegläufst, dann kommt sie hinter dir hergerannt. Das hast du schon gespoilert. Ist auch so neu. Bin mal gespannt, ob sich da was ändert, ey. Angriff 1, 4, 2, 1. Eine gut eingestellte Partner. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Haben wir hier sowas hier? Dann geht da, glaube ich, Magazin hoch, ne? Dann ist es voll meistens. Ja. Jetzt haben wir ja null davon, das würde sich lohnen. Keine Schrotgewehr, Muni. Das ist hier. Ach, Sturmgewehr. Ja, dann lass machen. Dann mal voll. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Nachladen würde ich auch machen. Oder? Ja, das hat, finde ich, ganz schön lange gedauert. Scheiß, man die nicht höher machen kann. Warum sind die so schwach? Magazin nur 50? Könnte man nochmal bis 200 hoch machen. 200? Vielleicht eine andere. Hier nochmal. Ja. Aber jetzt sind halt. Oder gibt's eine bessere? Hat etwas Künstlerisches. Ja, einen Sniper gibt's bessere. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ich glaube, die Sniper passt, die wir haben, oder? Die kostet ja, 30.000. Wie viel ist unsere wert? Drei. Ob Robine oder Ramsch, können wir kaufen und tunen, ne? Ist die stärker jetzt? Oder? Was es uns wert ist. Also die hat 3,3 Angriffsstärke. War schon besser. Ja, das verkaufen und die andere kaufen. Und dann ist ja auch eine mit Tune, ne? Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Aber nicht im Minus sind, ist alles gut. Im Grab. Danke. Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Dieses kaputte Messer, also das ist. Sieht so kacke aus. Ich wäre immer noch dafür, dass wir diese Bolzenmaschine verkaufen. Ja. Die ist so scheiße, ey. Ja, irgendwann brauchen wir das. Ich weiß nicht, die macht keinen Sinn. Wenn wir die verkaufen, dann kriegen wir bestimmt auch keine Muni mehr davon. Dann kriegen wir vielleicht bessere Munition. Jetzt haben wir gar keinen Platz mehr. Ja, verkaufen.
Verkaufen, ja, unbedingt verkaufen. Die ist so kacke. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Ja, da gar nichts zum Matsch, ey. Die kommen immer wieder, die Köpfe. Ich kann die Muni auch gleich verkaufen davon. Ich kaufe fast alles. Guck mal, da gibt's richtig Geld, ey. Dafür lasse ich alles springen. Ja, machen wir hier einmal, oder? Ja. Eine gut hier, wie du es ja haben wolltest. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Ja, könnte zwischen die probier mal aufs Pass. Schon kann sie schon mal niederhauen. Hier nochmal ein Magazin. Hier, wie du es haben wolltest. Ich glaube, das passt, oder? Ich hab ein bisschen Geld noch aufsparen. Das sieht gut aus. So, speichern und dann. 22 Mal gespeichert. Sie meinte, eintreffen mit dir reicht ihr. Ich war die vorige Zurückhaltung sowieso langsam leid. Lassen Sie uns ein Spiel nach Sarasar an ihr spielen. So, dann müssen wir noch. Hier. Jetzt ist es ein bisschen leerer. Zugriff. Immer hier oben. Jetzt abschießen. Oh. Echt? Mit der Waffe? Ach, das ist für die, ne? Das ist. Können wir die nicht ranzoomen? Geht das nicht? Nee. Das ist ja kacke. Ein Suchwerkzeug holen. Müssen wir doch dann holen, ey. Aber es geht. Erwartet. Oh, das ist so geil, wie die angelaufen kommt. Oh, Alter. Die TMP ist schon geil, ey. Oh, das ist so geil. Left 4 Dead, da halt, ne? Ein bisschen. Ja. Für die Rücke, die wählen sogar. Ob wir was herstellen können? MP. Sieht aus wie eine Spardose. Schüsse, ne? Das sind Lappen, sind das. Ja. So.
aussieht. Einer weniger. Ist doch krass, wie schnell diese angelaufen kommen. Scheiße. Ist ja wie im Horrorfilm, ey. Ist das ein Rätsel oder was war das? Geil. Boah, richtig geil. Sogar den Treffer, wo du geschossen. Jo! Eine Frau, ne? Jetzt will sie auch mal. Ja. Du kannst ja immer nur so eine Sache. Schießen. Ich bin immer zu spät. Hinter mir. So, es ist Sonne. Wie kann ich. Ist das der Schalter da? Ist das der mit Sonne? Ne, Mond. So, ja. Mond auf Sonne. Hoch, ne, oder? Steht einer, sehe ich jetzt erst. Boah, da auch. Oh, Leben. Komm, Combo. Noch einer.
überhaupt nicht gesehen. Es nimmt kein Ende. Was war das? Ja, weiß nicht, das Rätsel ist jetzt nicht so ein Rätsel, wirklich. Toll. Das sieht richtig ringemäßig aus. Ja. Das ist neu. Tja, aber so ein Raketenwerfer ist richtig geil. Einfach das nur in 10 Minuten, 5 Minuten durchzukriegen. Vielleicht müssen wir noch einfach nur laufen. Wahrscheinlich. Oder den mit einer Rakete abschießen. So. Ui, oh. Da ist noch einer. Hallo. Oh, der ist tot. Mich rüber? Oh, und? Garten. Jetzt sind wir wieder runter. Okay, da war eine Leiter, ne? Yes! Kanone! Warte, sie schießt auf. Unsere Trailer-Echo. Da ist doch einer. Oh Gott. Ist doch komisch, dass man nicht immer irgendwie so treten kann, halt, ne? Dass das nicht mal anzeigt. Langsam habe ich genug. Was ist ein Ding? Das kaputt machen, ne? Ja. Fire, fire.
Ich hätte jetzt gedacht, hier kommen jetzt eine Menge. Wir wollen uns auch nicht überfordern damit. Hinlaufen, Schutz suchen, hinlaufen, Schutz suchen, bis sie kaputt gehen, ne? Und los! Oh. Ja, 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 ja! Oh, er traut sich nicht, er traut sich nicht! Und dann wird er raus getroffen! Ah, witzig. Tot, 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 tot! Das muss lang. Das ist lang. Wir müssen nach links. Traut sich wieder nicht. Oh, da war wieder einer da hinten, kam welche. Nee, ganz links da, also hinter dir. Auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob die dich abschießen von da aus wahrscheinlich. Aber klar, dass der Grüne gut ist. Hey, achso. Ih, der ist schon tot? Nee. Aber nicht. Der ist echt tot anscheinend. So, ich muss noch was abschießen. Wahrscheinlich die Tür muss abschießen, da sind noch ein paar Heimis. Ich schieße mit der Rakete. Da zeigt er sogar hin. Ah. Das juckt den nicht. Okay. So, der okay. Weg ist geebnet. Dann laufe ich da mal hin. Sieht nicht gut aus. Warum nicht? Ich bin jetzt hier einfach runter. Ja, klar ist der noch hier. Ja. Das war einfach. Toll. Ich hab ihn auch schon Sorry. Ins Gesicht geschossen. Ne? Ich hatte genug für heute. Endlich langen. Ach, das ist auch der Garten hier. Das ist da, den meinte ich, den Garten. Ashley, wo bist du? Da müssen wir jetzt eigentlich fertig sein mit dem Kapitel, Tatsache. Weil dann fängt der Garten, glaube ich, als nächstes an. Oder den wir hier noch mit reingepackt. Nee, ich glaube, das ist jetzt zu Ende des Kapitels. Ich dachte, der kommt früher. Ach, da ist er. Die sitzt da einfach. Komm nicht mehr. Ich tu dir nur wieder weh. Ich hab solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Blutsbrüder. Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Ja, so recht. Schön, kann ja viel spielen. Das war schon wieder Ergebnis ansehen, Kapitel 50 Minuten, wow, okay. Getötete Gegner 51, dreimal gestorben, 60% Genauigkeit. War es doch nicht schlecht. Streitmaschine.
Ein Kapitel, das wir mal unter einer Stunde sogar geschafft haben. Ja. So, dann kommt nächstes Mal der Irrgarten, Kapitel 9, Tatsache. Dachte echt, der wäre schon Kapitel 8, aber kommt da halt bei 9. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Kapitel 9.